Geile Yacht, muss man sagen. Ich wusste doch, dass das irgendwas ist, was wir noch nicht gesehen haben. Sah schon so auffällig aus. Oh Gott. Ah, was? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep im wahnsinnigen Strandurlaub. Nähern wir uns der Heimreise, könnte man sagen, meine lieben Freunde. Wir produzieren gerade Treibstoff aus Kartoffeln, Kartoffeltreibstoff, für das Flugzeug. Das ist nämlich eine von zwei Sachen, die uns noch fehlt. Und es könnte sogar sein, dass wir das sogar in dieser Folge schon schaffen. Wenn wir uns richtig reinknien und wenn wir hier jetzt mit den Kartoffeln noch ein bisschen Glück haben, dass vielleicht die Kartoffeln nochmal wachsen und Früchte tragen, da könnte das sogar funktionieren. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Stranded Deep in seiner absoluten Gänze reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne mal in die komplette Playlist rein, wenn ihr auch an den anderen Episoden noch Interesse habt. Zum Beispiel auch die frühen Episoden, als es noch kein Finale gab, als man noch nicht abhauen konnte. Und als viele Ressourcen auch noch nicht nachgewachsen sind. Das ist mir auch noch mal so aufgefallen. Früher in Stranded Deep gab es keine nachwachsenden Ressourcen. Man musste immer weiterfahren, um bestimmte Sachen zu bekommen, damit man zum Beispiel auch größere Gebäude bauen kann. Das ist richtig krass, was früher alles anders war. So, ich wollte mit der Spitzhacke noch ein bisschen Lehm abstauben. Lehm? Schweini! Lehm gab es hier unten im Wasser. Und da schauen wir uns... Früher war alles besser, ja. Da schauen wir uns jetzt mal hier noch ein bisschen um. Muss nur aufpassen, wenn hier jetzt Haie kommen. Schauen wir mal. Da drüben war... Nee, Moment. Wo war denn das nochmal? Ich weiß, dass es hier noch mindestens einen Lehmhaufen gab. Da! Warte nochmal. Oh, da kommt was. Da kommt was Großes. Ah, ah, ey! Du Anus! Hat aber gar nichts gemacht. Lol. War Testbiss. Okay, warte. Wenn du es nicht anders haben willst, dann gebe ich es dir. Aua. Wie weit kannst du? Bleibst du mal hier? Okay, das hat ein bisschen gezwickt. Der beschützt den Lehm. Ist das dein Lehm? Bei meinem Lehm. Ah, gepiekst habe ich ihn. Hey, ich habe schon einen von deinen Kollegen. Dich kriege ich auch. Ja, schleich dich, genau. Du Zapfen, du. Ja! Ah! Das war gut. Das war gar nicht so schlecht. Das hat gepiekst, genau. Ich steche dem gerade mit dem verbesserten Speer. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, weil man kann den Speer ja auch werfen, tatsächlich. Ja, kannst du nur bis da? Kannst du nur bis da, hä? Du kannst nur bis da, du kommst nicht weiter, hä? Ja, armes Baby, oh, oh, oh. Ach, er ist gestrandet! Er ist gestrandet! Hörst du auf, dich wegzubacken? Ah, was ist mit... Nein! Das ist ein Sandhai, er hat sich eingegraben. Hä, wo ist er hin jetzt? Komm da raus! Komm raus! Na toll. Habt ihr das gesehen, lol? Der konnte es nicht fassen, dass er gepiekst wird. Ich will mal gucken, ob ich ihn da rauskriege. Ah! Du kleines Schwein... Es ist ein Sandhai! Ich schwöre! Du kleines Schweinchen! Was machst du da? Lass das! Ja, oder komm her! Entweder habe ich Haarlos oder der Hai hat irgendwie was ganz Merkwürdiges konsumiert. Einer von beiden hat was Merkwürdiges konsumiert. Entweder ich oder der Hai. Mann. Oder wir beide haben was Merkwürdiges konsumiert. Ich nehme mal jetzt hier den Lehm, ja? Vielleicht kommt er ja wieder gleich. Nein, nicht wegrollen, du blöder Lehm. War denn das? Irgendwas Komisches habe ich gerade gehört. Lehm? Lehm. Ich will nämlich noch eine Flasche machen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Da stand doch gerade Lehm aufnehmen, genau. Nicht atmen jetzt. Ich glaube, er kam gerade wieder zurück. Ich habe gerade irgendwas gehört.
So, aber wir haben's. Wir haben Lehm. Und damit mache ich jetzt gleich mal eine Flasche. Eine Lehmflasche. Du hast verbesserten Speer. Er ist ein verbesserter Hai. Warte. Wie, Ja, Warum, Was ist, Wieso, Wo ist denn die Flasche nochmal? Verbrauchsgegenstände? Hier. Ach, mit Seil. Ja, okay, ist okay. Warte. Seil haben wir ja gefunden, meine lieben Freunde. Das hatten wir ja hier noch im Floß gebunkert, wenn mich nicht alles täuscht. Warte. Nee, das war Schnur. Leder meine ich. Ich weiß, dass wir das hatten. Da, siehst du? Nicht schlecht. Die Möwen rasten auch zusammen. Kann man eigentlich so eine Möwe auch töten und ausnehmen? Wie er den Lehm so vor sich hält. Wie so ein rohes Ei. Bloß nicht fallen lassen. Ha! Nice. So, das packen wir mal hier hin. Hatten wir jetzt noch was destilliert? Ne, hatten wir nicht, genau. Dann mache ich jetzt mal das Wasser voll noch. Oder beziehungsweise, ich muss erst mal selber was trinken, sehe ich gerade. Trinke ich mal selber jetzt? Ne, hä? Ach so, nee, ich hab's gerade. Schweine, jetzt mach doch, bewerte mich doch nicht die ganze Zeit. Nein, 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 nur lauter Quatsch macht er die ganze Zeit. Ein Chaot vor dem Herrn. Guck mal, schön zuzeln hier. Nicht schlecht, so. Die Pflanzen brauchen, glaube ich, noch jetzt ein bisschen, bis die wieder am Start sind. Ich meine, man könnte jetzt natürlich in der Zeit, wo die Kartoffeln hier wachsen, die Nachbarinseln abklappern und einfach da auch noch die Kartoffeln abstauben. Oder wir bauen einfach noch ein Beet zusammen. Wir haben ja noch Planken, oder? Zumindest können wir noch Planken herstellen. Ich muss nochmal nachgucken. Hatte ich noch Planken? Ich meine, ich hatte irgendwo noch welche. Aber wir haben, wie gesagt, ja hier zwei Stämme. Wir können auch einfach schnell mal zwei von den Dingern machen. Ich mache die jetzt einfach. So. Dann mit einem Hammer. Zeig mir, wo der Hammer hängt, kann ich dann noch sagen. Dann pflanzt mal hier nämlich noch eine Kartoffel ein einfach. Aber es wurde gesagt, wenn ich die Pflanzbeete aus Wellblech mache, dann sollen die weniger Wasser verschwenden. Mit der Hacke, ja stimmt. Ach ja, da war ja was. Das will ich mal ausprobieren jetzt tatsächlich. Wir haben ja hier noch Wellblech. So. Dann lege ich jetzt mal hier die Planken, die lege ich jetzt mal weg. So. Ich will das mal ausprobieren mit dem Wellblech. Nimm das mal aus deinem Gesicht bitte. Ich sehe überhaupt nichts. Hier genau. Hacke. Ha. Das soll angeblich besser sein, was Wasser angeht. Können wir ja mal gegenüberstellen einfach. Bin ich mal gespannt. So, ich pack da jetzt kein Wasser rein. Wir warten jetzt. Oder wir holen jetzt. Genau. Wir holen uns jetzt eine Kartoffel. Ich muss noch mal kurz überlegen, wo wir da am besten hingehen. Am besten mal darüber oder so. Wie viel Sprit ist denn noch im Hubschrauber drin? Das reicht locker noch für eine Tour. Ich muss ja nur eine Kartoffel holen. Mehr ist es ja nicht. Warte mal, dann lege ich jetzt hier das mal weg. Mission Kartoffel, meine lieben Freunde. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Ich mach mal noch ein bisschen Wasser hier rein. Dann esse ich noch mal was. Wie viel? 4 Portionen, 3 Portionen. Okay, hier passt noch eine rein, hier passen noch 2 rein. Weißt du was, dann lege ich die Flaschen mal kurz weg. War da jetzt was reingekommen? Nee. Steck mal nochmal hier Wedel rein, damit das weiterläuft. Wenn wir nicht da sind. So. So, jetzt haben wir 5 Portionen in der einen Flasche und 4 Portionen in der anderen. Damit haben wir exakt 3 Gallonen im 5-Gallonen-Kanister. So, hier. Damit ist noch exakt Platz für 2 Gallonen. Nee, wie war das? Ach scheiße, dieses Gallonenrätsel. Das ist eigentlich gar nicht so schwer tatsächlich. Ist gar nicht so kompliziert. Ich lege mal die Flaschen da jetzt rüber. Ach komm, wir fliegen rüber und holen uns Kokosnüsse dann noch. Schön reinwedeln, genau. Immer schön reinwedeln, ganz wichtig.
Los geht's. Ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen, wa? So zwecks Abstürzen und so. Juhu! Mission Kartoffel. Die Kartoffelmission. Habe ich meine Lampe dabei eigentlich? Habe jetzt gar nicht geguckt. Ach, ich muss ja nur rumlaufen und eine Kartoffel finden. Wie schwer kann das sein? Mit einer Vogelfalle kannst du Möwen futtern. Echt? Eine Vögelfalle? Ich kenne das normalerweise unter einem anderen Begriff. Sage ich jetzt hier aber nicht. Weil ihr es euch eh denken könnt, was ich sagen will. Landen! Wow. Ah! Ah, hier geblieben. Wow! Jetzt schnippst mir hier bloß nicht weg, ey. Du bist meine einzige Rückfahrkarte, du. Du Gyrokopter, du. So, jetzt Achtung. Hier ist wieder Schweinehausen. Wir sind im Schweineland. Damit willst du von der Insel fliehen? Nee. Wir reparieren in einem Flugzeugträger aus dem Zweiten Weltkrieg ein Aufklärungsflugzeug. Ja. Ich weiß, wie das klingt. Na, ah, Schweini ist da um der Ecke. Ich gehe mal in die andere Richtung. Scheiße, ich habe die Lampe nicht dabei. Toll. Aber wenn Schweini auf der Seite ist, dann habe ich hier freie Bahn. Jetzt darf es nur nicht... Da, kleines Schwein. Es darf nur nicht zu dunkel werden jetzt. Damit ich die Kartoffeln noch sehen kann. Guck mal. Ah, Schlange, Schlange, Schlange. Das ist nicht gut. Ich sollte vielleicht mal den Speer in die Hand nehmen. Ein Bär mit Speer. Wie sieht nochmal, die Kartoffelpflanze ist so ein Busch, ne? So buschig. Ist sie das da nicht da hinten? Ne, ist zu groß. Das ist so ein kleiner Busch. Die sind mal so schwer zu erkennen. Die Scheiße. Was? Wo denn? Wo denn? Ah! Ah, ah. Wer denn? Wo denn? Was denn? Ich habe sie nicht gesehen. Wo ist sie denn? Wo denn? Wo denn? Verdammt nochmal, wo denn? Mist, es wird dunkel. Ich meine, ich könnte natürlich auch mal in die Wracks tauchen. Da ist bestimmt die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass da irgendwie eine Taschenlampe oder so unten drin ist. Ich guck mal schnell hier rein. Vielleicht ist da ja zufällig eine Lampe drin. Das wäre jetzt schon etwas praktisch. Nee, leider nicht. Okay, ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier keine Kartoffelpflanze gesehen, ehrlicherweise. Ich habe aber ehrlich gesagt, war ich ein bisschen abgelenkt. Mit den ganzen hässlichen. Die Frage ist, kann ich mir das vom Sprit her leisten, nochmal zu einer anderen Insel zu fliegen? Vielleicht nochmal schnell darüber. Ich glaube, da drüben war auch ein Distille und alles. Da hatten wir den ganzen anderen Schnodder noch am Start. Und auch eine Schlafstelle hatten wir da. Muss, glaube ich, ein bisschen tiefer fliegen tatsächlich. Irgendwas macht hier Geräusche. Irgendwelche komischen Gegnergeräusche. Der fliegt mit Kartoffeln, genau. Da habe ich aus Kartoffeln Treibstoff gewonnen. Und das Flugzeug betreiben wir dann auch mit Kartoffelsprit. Also ich gucke jetzt hier nochmal. Hier gibt es bestimmt Kartoffeln. Ich lande mal da so da vorne. Oh oh, das wird mit dem Sprit ganz schön knapp, ey. Lieber schnell landen. Ausschalten. Kein Sprit verschwenden hier jetzt. Ja, guck mal da, das stimmt. Das ist ja meine Insel hier, wo ich hier schon... Ich überspring mal schnell die Nacht. Speichern kann man mal. Und schlafen. Du fliegst also mit Wodka. Ja, so ähnlich. So kann man das sagen eigentlich, ja. Gut, aber da müssten die Pflanzen jetzt vielleicht sogar schon wieder gewachsen sein. Ich werde mir jetzt hier mal Kokosnüsse reinpfeifen. Damit ich meine Bärdürfnisse bärfriedigen kann. So. Eine noch. Eine darf ich. Ich darf immer zwei. Zwei Kokosnüsse darf ich konsumieren. Bei der dritten wird es dann kritisch. Da kriege ich dann Durchfall.
Ah, Kokosnuss ist schon was Geiles, wenn die so richtig geil ist. Nein! Das werde ich nicht mehr in den Mund nehmen. Wie, das ist doch nicht euer Ernst. Wieso habe ich Durchfall? Nein, wieso? Das geht nicht, dass ich jetzt Durchfall habe. Schnell die Kartoffel finden und weiterfliegen. Ich muss die Kartoffel finden. Bei der zweiten, ja, das verstehe ich gar nicht. Normalerweise kann man zwei essen locker, ohne dass man kacken muss. So eine Kacke. Und hier ist keine Kartoffel, ich sehe keine. Hm. Ja, ich muss Wasser finden. Kann ich wenigstens noch mal trinken aus der Kokosnuss? Jetzt habe ich halt auch keinen Proviant dabei. Mal gucken. Das hat, glaube ich, gerade so noch geklappt jetzt. Ich glaube, trinken darf ich, aber essen darf ich nicht. Ja, toll. So bescheuert, ey. Hier ist keine Kartoffel. Ja. Okay, warte, wir fliegen zurück. Wir fliegen zurück. Das hat sich ja richtig gelohnt, die Kartoffelsuche. Ist ja überhaupt nicht nach hinten losgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt nicht zur falschen Insel fliegen. Darüber müssen wir. Ich glaube, ich habe gerade ein Problem. Ich stehe irgendwie ein bisschen schräg gerade. Ich glaube, das ist wieder dieser Bug. Dieser Steuerungsbug. Hoffentlich stürze ich jetzt nicht ab. Aber mit dem Sprit, das schaffe ich gerade noch. Neuladen. Ach, Quatsch. Müssen wir nicht. Alles gut. Muss einfach nur trinken. Alles gut, das kriege ich hin. Ich bin Profi, wenn es um Durchfallbewältigung geht. Ich bin auch früher ständig durchgefallen. Das passt. Alles gut, ich habe Erfahrung. Wir können ja auch nicht bei jeder Kleinigkeit immer neu laden. Aber wir halten fest. Da gab es jetzt auf beiden Inseln, soweit ich das jetzt gesehen habe, zumindest keine Kartoffeln. Ne? Nicht so wirklich zumindest. So, jetzt schnell trinken. Nicht, dass ich hier noch sterbe jetzt. Wegen Verdursten. Wie kann ich meinen Durchfall eigentlich heilen? Gab es nicht irgendwie so ein Diarrhoe-Medikament? Hatte man nicht hier irgendwie mit dieser Pflanze das irgendwie machen können? Die Quana war das doch. Warte mal. Da konnte man irgendwie sich den Durchfall wegheilen. Verbrauchsgegenstände. Mit Quana und mit der anderen. Mit der Kura, glaube ich. Garze war das, glaube ich. Aber ja, mir fehlt die Kura-Pflanze. Ach, egal. Ha! Geheult. Nice. Ich hab's. Gesund. Das liest man gerne, dass man gesund ist. Gleich mal hier den Spaß reinstecken. Und schon wieder sind die Wedel alle. Ich raste aus. Und die Kartoffeln sind auch nicht gewachsen. Mann, shit. Das gibt's doch alles nicht. Warte mal, ich schwimme mal noch Wedel raus. 70 Tage ist der Bär krank. Jetzt wedelt er wieder, Gott sei Dank. Da! Jetzt nicht die Kisten kaputt schauen hier noch. Guck mal. Hier wird ordentlich gewedelt jetzt. Immer reinstecken. Gib mir mal die Lampe. Funktioniert. Die Spitzhacke legen wir mal weg. Ja, dann müssen wir halt mal mit dem Floß einfach mal von Insel zu Insel fahren. Hilft ja nichts. Müssen wir machen. Gib mir mal Wasser noch. Muss nur einen Schluck mal reinziehen mir. Die Pflanzen sind ja ganz gut durchgewässert hier noch. Ja, da können wir locker noch mal einen Tag mal noch mal zur anderen Insel. Komm, ich mach das jetzt. Proviant ist an Bord. Obst ist im Haus. Hier bleibt alles, wie es ist. Mach mal einen Anker hoch jetzt. Lass dich abtreiben. Nein, falsche Richtung. Fahr los. Schnell wenden. Nein. Du musst dich auch ransetzen. Huch. Hallo, Floß. Tschüss, Floß. Warte, ich fahre... Moment, da waren wir gerade. Da waren wir auch gerade. Da müssen wir jetzt mal ganz woanders hin. Da hinten müssen wir jetzt mal hin. Es geht ja nur darum, Kartoffeln zu finden. Um mehr geht es ja gar nicht.
nichts funktioniert. Willkommen in meinem, in meiner Welt. Willkommen in meinem Urlaub. Passt auf, die schlimmste Erkenntnis kommt ja noch. Wenn ich es dann mal geschafft habe, nachdem ich die drei Bosse besiegt habe und die ganzen Flugzeuge repariert habe, den ganzen Bauteil, wenn ich mir den Proviant reingeschaltet habe, wenn ich dann endlich losfliege, dann komme ich zu Hause an, nach 70 Tagen in der Südsee irgendwie, verschollen in der Südsee und mich durchmeckert habe, dann kommt raus, ich habe zu Hause den Toaster angelassen. Oder das Bügeleisen. Mit nicht ganz so guten Folgen wahrscheinlich. Das ist dann das Ergebnis des Urlaubs. Läuft doch. Kartoffeln tüften. Wir müssen Tüften anbauen. Ja, da MacGyverst du dich hier den ganzen Tag im Urlaub durch. So nach dem Motto, irgendwie kommen wir hier schon wieder weg. Und dann kommst du weg und dann kommst du nach Hause und hast das Bügeleisen die ganze Zeit angehabt. Es ist der Wahnsinn. Ich wette, auf dieser Insel gibt es Schweine. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich noch mal eine Vergiftung kriege. Oder noch besser, niemand hat mitbekommen, dass du weg warst. Ja. Das wär's ja auch. Die merken auch gar nicht, dass ich irgendwie brauner geworden bin oder so. Die erkennen mich alle dann irgendwie immer noch und alles ist immer noch wie vorher so. Oder du fliegst mit dem Flugzeug weg, wachst in dem Moment auf und es heißt, willkommen, sie landen 70 Tage im Koma. Achso, willkommen, sie lagen 70 Tage im Koma. Ja, wahrscheinlich. So eine Koma-Fantasie. Genau, das ist alles gar nicht echt. Das ist auch immer der easieste Twist. Das ist alles gar nicht wirklich passiert. Das ist alles nur ein Traum. Lame. Und warum ist das lame? Weil man dann immer sagt, ja, die ganzen Sachen, die passiert sind, die haben ja überhaupt keine Bewandtnis, ne? Es wird alles quasi, was passiert ist, wird ja in Frage gestellt in dem Moment. Und deswegen ist das keine befriedigende Auflösung. Weil es halt einfach, ja, Überraschung ist ein Traum, ist die dümmstmögliche Lösung, die wir uns überlegt haben. Oder noch besser, ich mache im Flugzeug auf und ein Raptor spricht mit mir. Auch so eine dumme Lösung. So, warte. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, da ist das Schwein. Es muss doch hier noch irgendwo mindestens eine Kartoffel geben. Da! Schnell die Kartoffel einsammeln. Oh, nimm sie. Nein, Schwein, lass das. Aua, aua, aua. Du Schwein. Du Sau. Ich will doch nur deine Kartoffeln. Ah, du wirst jetzt versaut. Ja, ja, ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Näher. Hierher. Los. Ah, wo läufst du denn hin? Komm doch zurück. Ich bin doch so nett. Schwein sagt, die Kartoffeln gehören mir. Das ist ein Kartoffelschwein. Ich hol mir die jetzt. Meine Kartoffeln. Schnell weg. Schnell weg! Bevor es Wind davon bekommt, dass ich die Kartoffeln gemopst habe. Oh, Schlange. Nee, nee. Krebse. Schwein, Schwein, Schwein. Ist hier vielleicht noch eine Kartoffelpflanze? Jetzt wäre ich gierig. Was? Wer grunzt? Hier ist noch irgendwo ein Schwein, aber ich sehe das Schwein nicht. Komisch. Wo ist das Schwein? Schwein? Es hat sich versteckt. Es hat sich eingegraben. Es ist wahrscheinlich ein Sandschwein. Nee, ich sehe nichts mehr, was hier annähernd so aussieht wie eine Kartoffelpflanze. Es ist, glaube ich, echt doch immer nur eine pro Insel, sonst wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Wo soll ich mehr? Ah, da. Alles gut. Sollen wir mal da unten hingucken? Mal, das sieht so voll, sieht voll spannend aus da drüben. Da ist doch irgendwas.
Ach, guck mal, das kennen wir noch gar nicht, das Wrack. Das ist neu. Boah, das sieht ja aus wie... Das sieht voll modern aus. Guckt euch das mal an. Krass, das aussieht. Da muss ich jetzt mal... Das muss ich jetzt mal untersuchen. Voll die Yacht hier. Kann man da rein? Nee, da geht leider nicht. Ah, das Glas, guckt mal. Das ist noch gar nicht so lange hier, glaube ich. Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das ist vor kurzem erst hier verschütt gegangen. Ich nehme mal die Lampen mit. Die Lampen finde ich cool. Ach du Scheiße, okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, aber der kommt hier, glaube ich, nicht hoch. Und hier unten rein kommt er auch nicht. Oh, naja. Aber hier ist ja Glas, ne? Voll cool, die Yacht. Da, Tresore. Geile Yacht, muss man sagen. Ich wüsste doch, dass das irgendwas ist, was wir noch nicht gesehen haben. Sah schon so auffällig aus. Oh Gott. Ah, was? Nee, was denn jetzt? Kannst du das mal lassen? Oh, ich blute. Nein, ich habe kein... Ich hab im Schiff Bandagen. Alles gut. Seit wann können die einen denn plötzlich so krass schnappen hier? Schnell. Mach, mach, mach. Da hat er aber jetzt auf den richtigen Moment gewartet. Eine hatte ich noch irgendwo. Da. Gott sei Dank habe ich die noch. Heiligsblechne. Damit habe ich jetzt aber überhaupt nicht gerechnet, ey. Das kam jetzt richtig out of left field hier. Das gibt's ja gar nicht. Okay, warte mal ganz kurz. Ah, ich heile mich, aber nee, alles gut. Ich muss nicht essen, alles gut. Ich lasse das mal lieber alles drin. Wir fahren mal zurück, würde ich sagen. Lalala. Das Glück wird schon wieder arg überstrapaziert hier. Er hat arg gesagt. Bärchens Yacht, die während des Urlaubs untergegangen ist. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Wie oft haben wir jetzt schon die verschiedensten Typen von Wracks gefunden? So, und das erste Mal ist das jetzt, dass wir diese Yacht gefunden haben. So. Das scheint echt mega selten zu sein, weil sonst hätten wir das ja genauso oft finden müssen wie die anderen Wracks normalerweise. Wir haben also anscheinend doch noch nicht jeden Typ Wrack gesehen. Das lässt natürlich so noch offen, dass da vielleicht noch andere sind, die wir noch nicht gesehen haben. Man muss diese kleinen Schniepel, die so aus dem Wasser ragen, die darf man eben nicht unterschätzen. Da gibt es manchmal echt spannende Sachen darunter. Wenn man so einen Schniepel sieht, muss man da auch mal rangehen. Das ist so. Da muss man den Schniepel ergreifen einfach. Und den auch mal sich näher angucken. So ist das. Es kommt nicht auf die Größe an. Man muss immer genauer hinsehen manchmal. Wenn er auch kleiner ist, gilt das umso mehr. Da muss man auch einfach mal genauer hingucken, ob da sich noch mehr verbirgt. That's what she said. Nice. Ist doch super. Hier lernt man halt noch was. Dass man eben die Schniepel nicht unterschätzen soll. Auch die kleinen nicht. Und ich glaube, das Wetter wird gerade schon wieder schlecht. Kann das sein? Und irgendwas nähert sich. Irgendjemand. Irgendetwas. Nähert sich. Ich höre die Musik, aber ich sehe niemanden. Was ist hier los? Und wenn man ihn ergreift, wird er noch größer. Zumindest kann man damit ungeahntes Potenzial entfalten. Es kommt immer auf das Potenzial an, würde ich sagen. Oh, Stein! Eisberg voraus! Ah! Nein, nicht wenden, verdammt! Stopp! Andere Richtung! Ich will anlegen an meiner Insel. Potenzial, genau. Genau das. Oh, ich laufe jetzt einfach auf Grund. Was soll der Geiz? Ich dachte, ich krieg's wieder so schön hin mit dem Reinschwingen. So geht's ja auch. Ich kann's ja dann wieder ins Wasser zerren. So, Kartoffel, my dear friends. Kartoffel, halt mal, ich brauche noch zum Gießen eine Flasche. Flasche zum Gießen. Hey, warte mal. Eine Flasche. Gießflasche. Ja, pack die Kartoffeln richtig fest an hier. Halt sie fest. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding hier besser ist. Werden wir es ja sehen jetzt. Sonst müsste man eigentlich die Pflanzen nochmal umtopfen.
Oder sich das für später merken. So, ich habe jetzt das Beet und das Beet gleichzeitig quasi fertig gemacht. Wenn das jetzt hier wirklich wassertechnisch besser ist, dann müsste es eigentlich weniger schnell leer gehen als das. Wir werden es sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das wirklich so ist. Und jetzt gucken wir mal nochmal hier rüber. Ah ja, stimmt. Nee, wir hatten ja noch keinen weiteren Treibstoff angeworfen. Ich schätze mal, wenn die Sonne jetzt untergeht, am nächsten Tag müsste eigentlich mal eine Kartoffel mal wieder gewachsen sein. Hoffe ich. Dass wir mal eine Fuhre Treibstoff wieder machen können. Das wäre ganz gut. Das wäre sehr praktisch. Schön reinstopfen. Nice. Na, Tür auf. Ah, mein Trophäenladen. Nice. Guckt euch das an. Kann man die Trophäen eigentlich auch mehrfach machen? Die Flugzeugteile kann man auch herstellen nochmal. Ich will das mal kurz prüfen. Okay, nee, geht nicht. Es kann sein vielleicht, wenn ich die nochmal besiege, dass ich dann die Trophäen nochmal machen kann vielleicht. Aber ja, alles mit Megalodon-Trophäen vollhängen ist natürlich irgendwie auch nicht so... Nicht so ganz so das Ziel. Hier war ja... Warte mal. Ah, ich häng fest. War hier noch was? Ah, hier ist noch was drin. Füllen wir das vielleicht schon mal hier ein. So, da ist jetzt was drin. Lassen wir den mal direkt da daneben stehen. So, und jetzt, ihr Pflanzen, müsst ihr mal ein paar Früchte tragen jetzt. Wir müssen mal dringend Treibstoff herstellen. Schweini, du musst auch mal hier dich um die Pflanzen kümmern. Du kannst nicht immer nur den ganzen Tag da hocken und den Kopf schütteln. Du musst auch mal jetzt was machen. Die ganze Arbeit bleibt immer an mir hängen hier, Schweini. Das geht nicht so. Du musst auch mal deinen Beitrag leisten. Nein? Du weigerst dich? Du weißt schon, dass du dann keinen Platz im Flugzeug kriegst? Dann bist du ja alleine auf der Insel. Kannst du zusehen. Schweini, lass uns friedlich auseinandergehen. Lass uns das nicht eskalieren lassen hier. Das geht so nicht. Ich sehe schon, das wird nichts mehr. Okay, warte. Ich hatte noch irgendwas gefunden, oder? Nee, warte mal. Hier genau die Lampe, genau. Die packe ich jetzt mal hier so hin. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Licht. Neues. Licht kann man nie genug haben in diesem Spiel. Und schlafen. Schön schlafen, damit wir hoffentlich am nächsten Tag wieder Früchte ernten können. Hörst du die Kartoffeln wachsen, Kappa? Mal gucken. Mal gucken, was wir hören. Das werden wir gleich sehen. Nix gewachsen. Boah, Mann, ey. Ich glaube, ich fahre mal so ein bisschen so in der Gegend rum und guck mal, ob ich vielleicht noch auf der einen oder anderen Insel Kartoffeln finde, die ich mal eben so mal schnell da destillieren kann. Das dauert mir jetzt da doch ein bisschen zu lange, glaube ich. Wir müssen halt literally wirklich nur noch da drauf warten. Auf die Kartoffeln, dass die wachsen. Ah! Hätte man natürlich schon mal mehr noch machen können nebenbei. Aber wir haben hier den Treibstoff natürlich auch immer in den Hubschrauber gepackt, ne? Rückblickend war das vielleicht nicht so eine gute Investition. Naja. Immerhin haben wir jetzt eine vierte Kartoffelpflanze schon mal. Pack die Lampe auf den Kopf, dann hast du einen eigenen Leuchtturm. Was? Ich soll dem Schweini die Lampe auf den Kopf packen? Schweini, hör auf zu zappeln. Okay. Ja, hahaha. Schweini ist ein Jedi-Schwein. Die Rückkehr der Jedi-Schweine. Nicht schlecht. Möge der Schwarz mit dir sein. Nee, die Kraft des Saftes. Genau, Schwarz war es ja im Englischen. Die Kraft des Saftes. Schweini nutzt die Kraft des Saftes. Nice. Guck mal, das klebt an den... Das klebt in den Fliegen drinne. Irgendwie. Auch geil. Schweini lässt die Lampe mit seiner Kopfbewegung schweben.
Wenn euch dieser kleine Auszug aus meinem Strandurlaub-Tagebuch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Stranded Deep, sondern auch zu anderen Projekten. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen wie Stranded Deep, aber auch andere Spiele. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ich bekomme einen prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr gute Unterstützung. Vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht habt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!